20 Milliarden Euro zusätzlich für die Deutsche Bahn bis 2030. Diese Finanzspritze gehört zum Klimapaket der Bundesregierung. Damit sollen bis 2030 insgesamt rund 156 Milliarden Euro für mehr Klimaschutz, mehr Züge, mehr Verlässlichkeit und höhere Pünktlichkeit ausgegeben werden. Es soll mehr Verkehr auf die Schiene gebracht und die Zahl der Fahrgäste verdoppelt werden. Unter anderem mit einer Reduzierung der Mehrwertsteuer auf Bahntickets von 19% auf 7%. Engpässe an Knotenbahnhöfen sollen beseitigt und neue Schienen verlegt werden. Bis 2024 sollen 30 neue Hochgeschwindigkeitszüge einsatzbereit sein. Noch aber steht nicht fest, wer die neuen Züge liefert. Beste Chancen hat Siemens. 2018 hatte der Konzern seine nächste Hochgeschwindigkeitsgeneration vorgestellt, den Velaro Novo. Besonders betont wurde sein Umweltaspekt.